Was gehört in eine Campingküchen-Grundausstattung? Wir zeigen es dir heute. Viel Spaß! Fangen wir beim äußerst wichtigen Thema Kaffee an. Kaffee ist im Camping ganz wichtig und wir sind Kaffeeliebhaber und haben da eine große Auswahl. Da kannst du dir jetzt raussuchen, was du gern dabei haben möchtest. Also wir haben einmal eine French Press dabei, die kennt wahrscheinlich jeder, 1 Liter. Das ist für den Morgenkaffee. Dann haben wir für den Espresso zwischendurch eine Bialetti oder ein Espresso-Kocher dabei. Und wenn wir Lust auf Filterkaffee haben, weil das ist natürlich nochmal ein anderer Geschmack, dann haben wir einen faltbaren Silikonfilter, wo man das Kaffeepulver reinschüttet und dann einfach heißes Wasser aufgießt und das auf eine Tasse stellt und dann kommt da wunderbarer Filterkaffee bei raus. Um den Kaffee trinken zu können, haben wir Emaillebecher dabei, die sind leicht und unkaputtbar. Und wenn wir unterwegs dann Kaffee trinken wollen, zum Beispiel bei einer Wanderung morgens, dann nehmen wir das in einer 1 Liter Thermoskanne mit. Das ist eine ganz normale Standard. Zum normalen Trinken nehmen wir ganz normale Plastikbecher. Das sind solche, die sind gut zu spülen, leicht und gut zu stapeln, können runterfallen, also wirklich für den Campingbereich ideal. Wenn man abends nach einem langen Tag sich mal etwas gönnen möchte und einen Schluck Wein trinken möchte, dann haben wir tatsächlich keine Plastik-Weingläser dabei, sondern die sind aus Glas, weil wir das einfach uns gönnen, das Gewicht und die Gefahr des Zerbrechens, weil wir es einfach aus Plastikweingläsern nicht so elegant finden. Das ist aber deine Entscheidung. Es gibt die natürlich auch in Plastik und dann sind sie leichter und ein bisschen besser zu verpacken. Zusätzlich haben wir auch ein Geschirrset. Da sind nochmal 4 Tassen mit dabei, ganz normale Tassen. Und zu dem Geschirrset, da haben wir 4 große Teller, 4 mittlere oder kleine Teller und 4 Schüsseln. Die sind auch aus Plastik und leicht, gut zu reinigen und für den Campingbereich auch ideal. Zum Trinken für unterwegs oder auch im Camper nehmen wir diese Plastikflaschen. Die fassen jeweils 1 Liter und haben so einen Verschluss, der ist ganz cool, weil der ist wirklich dicht und auch zum Wandern gut geeignet und man hat ein kompaktes Maß für 1 Liter dabei. Für den Kühlschrank oder für, wenn man gekocht hat und was übrig ist, haben wir diese Tupperdosen, ne? 2 von jeder Höhe und die passen auch perfekt in den Campingkühlschrank. Nutzen wir immer wieder, halten, sind günstig, ideal. Falls du dich fragst, wo kriege ich das alles her? Ich habe dir unten alles verlinkt, wo wir es gekauft haben und da findest du die entsprechenden Links dazu und kannst es da dann ordern. Machen wir weiter mit dem Spülen, das leidige Thema Spülen im Camper, aber wir haben da einfach so eine Box, in die wir alles reintun. Da haben wir unser Spülmittel, die Bürste, Handseife und Schwämme oder so Schwammtücher. Da ist sicher vom Auslaufen, es kann nass werden und man stellt es einfach wieder weg und gut ist. Was gehört in deine Besteckschublade auf jeden Fall? Also unsere sieht so aus, relativ geräumig und nicht zu voll. Ich zeige dir jetzt, was wir alles so Elementares dabei haben. Schere und natürlich Besteck. Also 4-mal jeweils Löffel, Gabel, Messer. Dann haben wir noch zusätzlich die kleinen Löffel und Gabeln dabei. Ein Dosenöffner, den wir tatsächlich nur in Marokko bisher gebraucht haben, aber man hat ihn dabei. Ein Feuerzeug, ein Gasfeuerzeug mit entsprechenden Auffüllset. Und in der Schublade ist dann auch noch ein Öffner für die Weinflasche, gell? Ganz wichtig. Und dann haben wir noch einen Sparschäler, darf man auch nicht unterschätzen. Und scharfe Messer, also wir haben jetzt ein großes und so diese kleinen scharfen Messer. Und zum Kochen allgemein haben wir so ein Besteckset aus Holz. Da verkratzt man dann auch nicht die Beschichtung im Topf
und die sind klein, handlich, gut zu reinigen. Ja, dann der ultimative, ja, Silikonschaber, den kann man immer brauchen. Genau, das war's in der Besteckschublade. Was darf in einer Küche auf keinen Fall fehlen, auch nicht in deiner Campingküche, natürlich Töpfe. Wir haben die Haushaltsvariante im Moment noch, also einen großen und einen kleinen Topf. Wir würden aber tatsächlich, wenn die mal kaputt gehen, die Campingvariante kaufen. Wir haben dir unten auch eine verlinkt, die haben meine Eltern zum Beispiel ja, schon länger in Gebrauch und sind begeistert, weil man die einfach besser ineinander stapeln kann, eine integrierte Pfanne schon mit dabei hat und einfach ein bisschen mehr ja, auf kleinerem Raum, was es einnimmt. Dann haben wir Kunststoffbretter, zwei Stück, ein großes, ein kleines und so ein Kork-Untersetzer für einen heißen Topf zum Unterstellen, damit er nicht auf dem Tisch steht. Dann ja, haben wir auch noch so ein Sieb und zwar ist das ganz cool, das kann man einfach auseinander machen. Ist halt platzsparend, da kannst du dann deine Nudeln mit abkochen oder den Salat waschen. Einfach Sachen, ja, kann man ja immer mal brauchen. Dann eine Pfanne und die Pfanne ist auch noch aus dem ganz normalen Haushaltsbedarf. Die hatten wir auch noch übrig. Die ist halt sehr schwer und ja, wenn die auch mal kaputt geht, also die Beschichtung sich löst, dann würden wir, wie gesagt, ja in diesem Set, in diesem Camping-Set auch eine Pfanne mit dabei haben. Wir haben sie jetzt noch so einzeln. Und den Omnia, den kennen bestimmt einige von euch. Also das ist ja der Camping-Backofen. Ja, der ist einfach super geeignet, um Brötchen aufzubacken, um Auflauf, einfach um mit zu kochen. Wie ein Ofen kann man den nutzen. Wir haben auch die Silikonform mit dabei, also dann hast du weniger zum Spülen. Und der ist wirklich ideal. Dann gibt es noch so ein paar elementare Zubehörteile. Und zwar einfach so Boxen. Die sind leicht und lassen sich auch gut wieder zusammenklappen. Also die gibt es ja von jedem Hersteller. Also die sind wirklich super kompakt und als Aufbewahrung einfach für deinen Camper in der Küche. Zwiebeln, Kartoffeln, Dosen, was auch immer man da reintut. Dann natürlich auch Geschirrhandtücher zum Abtrocknen braucht man auch, ne? Die dürfen auch nicht fehlen. Und zum Kochen braucht man natürlich auch Gewürze. Und das sind jetzt, das ist unsere Gewürzkartei, da sind alle wichtigen Gewürze drin. Wir haben in einem Video auch schon mal darüber gesprochen, das verlinke ich dir oben in dem 10 Dinge für mehr Ordnungsvideo. Da stelle ich es dir auch genauer vor. Dann, ja, so Clips, die braucht man ja auch immer wieder. Kennt jeder, hat bestimmt auch jeder zu Hause, weil jeder von uns hat davon ja immer tausende rumfahren. Ansonsten Müllbeutel nicht vergessen, ganz wichtig. Und auch so Allzweckbeutel, also einfach ja zum schnellen Verschließen von Sachen ideal und ist man froh, wenn man es dabei hat. Und diese zwei Sachen sind, müssen nicht, wir benutzen sie aber täglich, deswegen sind wir froh darüber und gehört für uns zur Grundausstattung mit dazu. Das ist einfach ein Messbecher, ne? Und ein Salatshaker. Also ja, das sind einfach Dinge, die hat man ja zu Hause auch in der Küche, benutzt sie da auch regelmäßig. Und das sind Sachen, die gehören eigentlich im Camper auch, wenn man sie natürlich nutzt. Das ist jetzt unsere Küchengrundausstattung, die immer auch im Camper mit eingeräumt ist und die wir dir auch so in der Konstellation empfehlen können. Mehr kann man immer mitnehmen, aber das ist so wirklich die Basic-Sachen, die man immer braucht. Ja, wenn du weitere Dinge hast, wo du sagst, das muss auf jeden Fall mit, das ist unverzichtbar, das ist ein, ja, ein Muss in deinem Camper, dann schreib es bitte unten in die Kommentare. Es gibt vielleicht auch für uns noch interessante Sachen oder auch für die Community. Einfach gucken, was noch unten in den Kommentaren steht. Vielleicht hilft dir das auch weiter. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns bitte einen Daumen nach oben. Darüber freuen wir uns immer sehr. Und abonniere gerne auch unseren Kanal. Genau, alle Links, wie gesagt, sind unten nochmal in der Infobox. Und wir wünschen dir einen schönen Tag. Bis bald. Tschüss.